Yolgurmak, Hauptstadt des Silmarillenkaisers. Ein scharfer Schnitt und Blut fließt aus dem Arm von Yalan. Hufe klappern über die gepflasterte Straße und Lutisana von Perikum schreit schmerzerfüllt auf. Der Zwerg Torgosch ist gerade auf den anderen Wagen gesprungen. Ragnar fährt die Quadriga nun alleine. Lutisana schnellt an dir vorbei, hält die sich ihre blutende Wunde und greift zu ihrem Schild. Während Yalan Ragnar hinterher rennt, springt noch einmal über das verendete Tier von Udalbert, was Torgosch mit seinem Speer gerichtet hat und nun mit aufgerissenem Fleisch leise wiehernd am Rande liegt. Na, du hast allerdings keine Chance, ihn einzuholen. Und damit beginnen wir. Ich stehe auf der Straße, blicke den fortpolternden Streitwagen nach und ich schätze es mal kurz anmachen, entweder Starkhardt oder Udalbert Anstalten anzuhalten oder angehalten zu werden. Wie geht's unserem Zwerg? Was tut der? Der Zwerg steht auf dem Streitwagen von Udalbert und kämpft aber gerade mit einem der Ehrhalkengardisten. Die sehen alle nicht so aus, als würden sie gleich anhalten. Mit welcher Begründung? Da ist der Zwerg, den Irgendwas nach runterschmeißt, in die Zügel greift. Oder Starkhardt sieht, dass ich hier stehe und mich aufsammeln möchte. Stargard wollte nicht weiter auf dich eingehen. Ich habe eine Frage. Kann ich mit einer Keule Seile durchtrennen, Zügel durchtrennen, aus der Hand reißen? Weiß ich nicht. Nein. Wieso nicht? Weil es eine Keule ist. Ich kann damit doch bestimmt Leuten die Zügel aus der Hand hauen. Du kannst das versuchen, den Leuten auf die Hand zu schlagen, bestimmt. Ob die entfallen lassen, ist eine andere Sache. Du siehst ja zumindest gerade, dass der Ehrhalkengardist da mit Torgosch im Ringkampf sich befindet und beide versuchen sich gegenseitig rüberzustoßen. Du bist immer noch neben dem Wagen von Udalbert, der jetzt gerade seine Pferde versucht, gegen dich zu lenken. Er ist selber ein herausragender Streitwagenfahrer und ja, rammt dich jetzt einmal. Du darfst eine Fahrzeuglenkenprobe plus 6 machen. Ja. Plus 6 wäre trotzdem noch geschafft. Gut. Dann passiert erst einmal nichts. Die Wagen rumpeln nebeneinander und ja, ein bisschen was vom Holz splittert ab. Ihr fahrt aber beide weiter. Hinter dir kannst du noch den schreienden Indianern hören. Vielleicht winkt er ein bisschen, dafür hast du jetzt allerdings keine Zeit. Du siehst noch ein bisschen aus dem Augenwinkel, wie Lutisana sich von hinter dir nähert. Na gut, ne, wenn der Udalbert mich rammt, das kann ich natürlich auch, dann versuche ich ihn jetzt zu rammen. Ja. Streitwagen plus 4. Kann ich mir den irgendwie selbst erschweren, damit seine Fahrzeuglenken auch noch weiter erschwert wird? Würde ich sogar erlauben. Dann würde ich mir das Ganze um. Ich muss noch mal ganz kurz nachgucken. Okay, alles klar. Dann würde ich mir das Ganze um. Um 4 ist es normal erschwert, ne? Um 4 ist es für dich normaler Schwert, der kann sich mit einer plus 6 dagegen wehren. Dann erschwere ich es mir nochmal um 4. Und das schaffe ich. Da kann sie sich, wie gesagt, dagegen wehren mit einer plus 10. Auch das ist geschafft. Ihr donnert weiter auf der Wenn Straße. ich, wenn ich dir einen Schicksalspunkt gebe, war ich dann so geistesgegenwärtig, mein Pferd irgendwo in der Nähe des Staats zu haben? In der Nähe des Starts, ja. Okay. Dann wende ich mich um und sprinte wieder zurück in Richtung Arena. Ja. Wie lange auch immer das dauert. Das Wenn ich so. sind 100, 200 Meter, Wenn ich die du so jetzt erstmal auf laufen 50 musst. bin, wenn ich so auf 50 bin, fange ich dann schon mal an, nach dem Pferd zu pfeifen. In einer lauten Stadt, die sich bewegt und sich dreht und knarzt und quietscht. Du läufst erstmal. Was möchte Ömer tun? Immer klettern runter und will auch zum Start. Okay, würfeln wir mal noch eine Kletternprobe. Alternativ kannst du natürlich auch schnell runterspringen. Das wäre natürlich möglich mit einer Körperbeherrschungsprobe, wenn du dich dann abrollen möchtest, oder das dauert dann mal ein bisschen länger. Das kann ruhig was länger dauern. Gut. Ich sehe jetzt hier gerade keine Hindernisse drin, dass ich jetzt hier irgendwie noch in den Kampf eingreifen kann. Ich habe Ja. meinen Teil dazu beigetragen. Genau so ist es. Ja, wir wechseln einmal rüber zu Abelmir und Iolaos. Ihr könnt jetzt gerade erkennen, wie an euch vorbei mehr, dass er fliegt, als dass er reitet. Serium Grimm, der Schänder, auf seinem Streitwagen, beziehungsweise auf Borbores Streitwagen euch entgegenkommt. Und da wohl einige Probleme hat, das ein oder andere, du siehst es kurz flackern, zwei der Dämonen, die vorhin angebunden sind, verschwinden kurz in den Limbus, sind kurz weg und tauchen dann wieder auf. Er hat da wohl einige Probleme, die Dinger zu steuern.
Kannst aber auch in der Entfernung dann schon sehen, wie da weitere Streitwagen herandonnern. Bisschen Entfernung habt ihr noch? Ich muss gerade mal schauen. 400, 500 Meter Entfernung ist es noch. Ihr könnt sie jetzt langsam größer werden sehen. Wisst noch nicht genau, wer da als erstes auf euch herandonnert, aber ihr habt ja die Befehle von Yalan bekommen, da die Leute aufzuhalten. Wir haben die Befehle auf den Udalbert aufzuhalten, meines Wissens nach. Ich würde mich erstmal, da der riesige Barbar auf diesem Streitwagen den Wagen anscheinend nicht richtig in der Kontrolle hat, möglichst weit an einer Häuserwand zurückweichen, um eventuelle Kollisionen zu vermeiden. Ja, das soll wohl gelingen. Also ihr steht da, wie gesagt, ich habe euch da eingezeichnet, habt da hier ein kleines Häuschen, auf dem ihr dann draufsteht, wo er dann vorbei reitet, vorbei fliegt. Er achtet auch erstmal nicht auf euch, weil er hat ja keinen Grund, euch da als erst einmal normale Passanten anzugreifen. Wir stehen auf einem Häuschen, habe ich richtig verstanden? Ja, du kannst da entweder auf einem Häuschen oder an einem Häuschen stehen, zumindest so, dass ihr dann da nicht überritten werdet. Mhm. Und da ist noch eine große Statue, die ihr da gesehen hattet. Da hattet ihr euch hingestellt, auf diesem kleinen Platz. Und du kannst dich dann auch eben an diese Statue heranstellen, sodass du dann nicht überritten wirst. Okay, ich würde mich wahrscheinlich neben die Statue stellen, also möglichst nicht mit dem Rücken zur Statue, weil in dieser Stadt weiß man nie, ob es wirklich eine Statue ist oder nicht. Dass ich zur Not noch reagieren kann, weil wenn ich mit dem Rücken zu ihm stehe, dann wird es wahrscheinlich schlecht mit der Reaktion. Das könnte sein, ja. Die Leute werden größer und größer. Du kannst mal eine Heraldikprobe machen. Sekunde. Und eine Sinnschärfe hinterher. Heraldik? Habe ich überhaupt nicht Heraldik? Habe ich glaube ich gar nicht. Unter Wissenstalente, wenn du es hast. Genau, hast ein Wissenstalent. Doch, da. Okay. Heraldik, ja. Gelungen. Und eine Sinneschärfe. Das Wappen kommt dir vertraut vor. Es sind zwei Dunkelsteine darauf. Die Sinneschärfe ist mir Magwea misslungen. Ja, zwei Dunkelsteine, die sich dir nähern. Dadurch, dass Ragnar kein Dunkelsteine-Wappen trägt, muss das wohl der andere Wagen sein. Okay, donnert daran noch ein paar andere Leute, die immer noch ein bisschen zu klein sind für dein Auge. Die Dunkelsteine würde ich erstmal passieren lassen. Ja. Weil die standen nicht im Auftrag, könnte man sagen. Ich weiß aber, dass Eolaos sie mit einem Fortifex aufhalten wollte. Und das tut er jetzt. Du kannst erkennen, wie sie an euch vorbeireiten wollen. Wir können dann gleich nochmal wieder zurückspringen. Zumindest während sie dann auf euch zureiten, kannst du erkennen, wie die Pferde gegen eine unsichtbare Wand prallen. Blutiger Schaum, der sich bildet. Die Knochen, die dann fast in Zeitlupe brechen, von dem heraneilenden Wagen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gegen die Wand gedrückt werden. Der ganze Wagen kracht einmal und die Dunkelsteiner werden da auch gegen die Wand dann gedrückt, sodass sie dann schwer verletzt erstmal zu Boden gehen. Wir wechseln wieder zurück zu Ragnar. Immer noch im Kampf mit Udalbert. Du kannst gerade erkennen, wie Torgosch zusammen mit dem Irrhalken Gardisten in einem Ringkampf herunterfällt und ebenso stürzt. Im Dreck auf der sandigen Straße liegen bleibt, weiter mit dem Irrhalken Gardisten ringt. Du bist jetzt komplett auf dich alleine gestellt. Nicht gegen Udalbert, ne? Ja, genau. Wunderbar. Ja, die anderen beiden sind schon weg, ne? Soweit ich weiß. Also der Fahrer wurde ja schon von der Fahrer wurde aufgespießt und der Irrhalken Gardist ist gerade runtergefahren. Ja, dann komm. Dann mache ich hier nochmal hier die Achter Erschwernis. Ja, er selber nimmt die Geschwindigkeit weiter raus. Du hast ja gesehen, dass ein viertes Pferd, ist ihm ja gestohlen worden, geraubt von Torgosch, sodass er jetzt sowieso weniger Geschwindigkeit hat. Und er bleibt zurück. Also kann ich ihn nicht mehr rammen? Du kannst das jetzt nochmal nachträglich versuchen, aber zumindest würdest du ihn hinter dir lassen. Ja komm, ich würde ihn nochmal rammen. Oder versuch's einfach mit ihm langsam zu werden und ihn die ganze Zeit immer zu rammen. Kannst aber nicht mehr gewinnen. Können wir 4 Punkte abziehen? Können wir 10 Punkte abziehen? Dann holpert das einmal. Kannst mal 3W6 TP Strukturschaden machen. Eine Sekunde. 3W6. 3W6, alles klar. Und er verliert 3 Wagenlängen, aber das war ja sowieso schon bekannt. Ja, auf das Preisgeld kann ich ausnahmsweise mal verzichten.
der gute Jerodin von Dunkelstein wird da für bestimmt aufkommen. Mhm. Hinter dir Lutisana, neben dir die Amazone. Mit ihren beiden Zeiten. Also ich hätte jetzt auch verlangsamt, dadurch, dass ich die Goldgeprobe nicht gelungen habe. Du möchtest langsamer werden? Ja, da ich meine Goldgeprobe nicht geschafft habe. Genau, ich werde auf Udalberts Höhe bleiben. Okay, dann kommt jetzt von hinten der Sturmwagenangriff von Lutisana, die dir hinten reinfährt. Gar nicht mal so gut. Ja. Immer dran denken, wer aufhört, ist schuld. Und dann bekommt er hier. Ich muss gerade mal schauen, wie ist denn. Gar kein Schaden. Wenn der Ratten jetzt gleich so schwer fern zertrampelt ist, dann hat sich das mit der Versicherung direkt erledigt. Wahrscheinlich mit der Härte von eurem Wagen passiert erstmal gar nichts. Es rumpelt ein bisschen und du merkst, wie Lutisana hinter dir ist. Und ja, sie schlägt jetzt einfach mal, weil sie selber nicht fahren muss. Ihr Schwert selber ist blutig, hat jetzt ihr Schild genommen und schlägt nach dir. Wie soll sie das denn machen? Sie ist doch fährt mir von hinten auf und schlägt dann über die Pferde und über diese 3 Meter mich. Nee, hier ist doch aber Wand. Hier ist Wand. Ja, da ist doch genug Platz. Wo ist da genug Platz? Nice. Da ist kein Platz. Das Pferd hier ist vollkommen drin. In der Na Wand. Gut. Ja, dann sitzt sie noch dahinter. Zumindest sind sie. Oder Bett könnt ihr auch irgendwann, wenn er es mitbekommt, ein Stück weit nach außen fahren gleich, bei der Erfahrensache und dann automatisch, wenn er ihn weiter rammen will, dann dadurch Platz machen. Ja, genau. Gut. Nächste Kampfrunde. Was willst du tun? Ja, dann beschleunige ich jetzt wieder. Okay. Dann wieder eine +7 zum Beschleunigen. Alles klar. Und Lutisana kann sich dann ja versuchen, neben euch zu setzen. Das ist sogar gelungen. Dann sagt sie jetzt einen Sprung auf den Streitwagen an. Das ist für sie nur eine +2. Sie will kein Überfahren oder sowas ansagen oder kein Ramm. Da wirft jetzt erstmal der 1-2. Das ist gelungen. Dann kann sie sich erstmal daneben setzen. Und sie kann mit einer Körperbeherrschungsprobe kann sie dann rüberspringen. Die ist auch für sie um 5 Punkte erschwert. Das sind jetzt aber mehr als 40 Meter, die sie hier fahren musste. Setze ich sie wieder zurück. Dann springt sie jetzt erstmal auf ihr Pferd. Springt sie erstmal nach vorne auf ihr Pferd. Und ist noch nicht drüben. Aber die Körperbeherrschungsprobe schafft sie. Das kannst du auf alle Fälle sehen, dass sie jetzt fort. Die Körperwirtschaftsprobe brauchte sie bestimmt, um auf das Pferd auch drauf zu springen. Genau. Du bist dran. Ja, dann würde ich jetzt gerne mal anfangen, meine Pferde zu schinden. Deine Pferde zu schinden? Gut, dann, ich muss gerade mal schauen. Du möchtest Zügel durchtrennen, Konjubilierschnitt. Fahrzeuge lenken +6, um die Pferde zu schinden, um mehr Geschwindigkeit rauszuholen. Dadurch verlierst du Ausdauerpunkte mit deinem Gespann. Gespannausdauer. Habe ich. Mhm. Da versucht natürlich der Streitwagenfahrer mitzuziehen. Wie viel Dingens habe ich? Du kannst dich noch einmal die Wagenlänge nach vorne setzen. Ausdauer 8. Oder wie funktioniert das mit der Ausdauer? Gespannausdauerpunkte. Du kannst für jeden Punkt Gespannausdauer kannst du dich um 5 Wagenlänge nach vorne setzen. 5? Ja, das ist allerdings für Sprintduelle und wenn wir dann mit Kampfrunden handeln, macht das nicht ganz so viel Sinn. Weil wir hier noch also mit, nur eine. Mit der Geschwindigkeit von 13 mal 3 agieren. Oder für 1,5-fache doch die Basisgeschwindigkeit, also die 13 für 1,5-fache und dann für 3-fache. Ja. Macht, glaube ich, für 6-fache. Für 4,5-fache. Was soll ich jetzt machen? Du bist ein Stück vor Lutisana. Man könnte sein, dass du jetzt vielleicht 60 weit kommst, anstatt 30. Nein. Genau. Ja, vor dir kannst du erkennen, dass die Amazone in die Mitte der Straße zieht. Du bist eingekesselt. Hinter dir Lutisana, vor dir die Amazone. Was möchtest du tun? Ich wollte gerade ausfahren. Gut. Dann bleibt mir nicht übrig. Ich würde aber warten, bis die Amazone vorgezogen hat, beziehungsweise feiert. Also es bringt mir das nichts, die Pferde geschunden zu haben. Ja. Sie fährt weiter. Lutisana fährt weiter. Sagst du mir Bescheid, wenn ich an meinem Pferd bin? Naja, die 200 Meter dauert ja.
Ja, ich wollte nur fragen, ob du mir dann Bescheid sagst. Ja, klar. Ömer ist ja auch hinter dir. Aber Ömer joggt aber nur, Ömer rennt nicht. Die Dunkelsteins waren doch jetzt 40 Meter hier, oder? Weil die doch gegen die Wand gefahren sind. Die Dunkelsteine, ja, guck doch mal bitte, wo der Zauberer steht. Ach so, ja, weil du das schon beschrieben hattest, deswegen. Genau, für Abelmir. Ach so, okay, alles klar. Ja, die Amazone, merkst du, die guckt ein bisschen nach hinten und nimmt Geschwindigkeit raus aus ihrem Wagen. Sie hat jetzt gerade Blutgier in ihren Augen und wird jetzt keine 40 Meter mehr fahren, sondern vielleicht nur noch 30 oder sowas. Du bist dran, nächste Kampfrunde. Niklas, du siehst, wie sich das die unbesiegbare Legionärin bereit macht, auf deinen Wagen raufzuspringen. Ja, dann soll sie es versuchen. Gut. Versucht sie. Körperbeherrschungsprobe plus. Außer ich kann dagegen irgendwas. Muss ich noch Fahrzeuglenken machen? Ja, kann ich auch gerne nochmal würfeln. Ist nur eine plus 2. Hat sie geschafft. Und die schwarze Legionärin springt jetzt rüber. Du kannst natürlich noch Gegenhaltenprobe machen. Ich habe kein Gegenhalten. Gut, dann ist sie jetzt drüben. Nächste Kampfrunde. Ja, ist Kind, ne? Versucht die rauszutreten aus dem Wagen. Mhm. Raufen? Irgendwie erschwert? Ich muss gerade mal schauen. Sie selber greift auch auf Handgemenge an. Du siehst, wie sie mit ihren Händen, aus denen gerade Krallen wachsen, auf dich einprügeln will. Ich gucke gerade mal, ob die sowas wie eine Initiative haben. Zumindest nicht in diesem Buch. Wie viel wiegt die denn? Ist ein kleines Kind. Würfel mal eine Initiative. Ich gebe ihr mal eine von 15 plus ein W6. Ja, dann ist sie immer schneller als ich. Dann zieht sie vor und greift dich jetzt mit ihren Auswüchsen an. Auch auf Raufen. Das heißt, ihr seid beide in Haar. Da kann ich mit Raufen parieren, oder? Ja. Also ohne, dass ich halben Waffenschaden kriege. Naja, bist du bewaffnet? Ja, ich weiß nicht. Die Sache ist, sie macht halt Raufen im Endeffekt, aber in Wirklichkeit ist es ein Clown-Angriff. Der hat gesagt, das ist auch irgendwas ein Clown. Das heißt, richtig. Du müsstest jetzt irgendwie Stahlarmschienen vielleicht haben als Ausrede, um wenigstens mit dem Raufen Parade weniger Schaden zu bekommen. Ansonsten halben. Halber ist besser als voller. Ist nur ein W6 plus 4, ist gar nicht so viel. Dann so, Parade. Trifft sie? Ja, sie würde treffen, klar. Dann muss ich ausweichen. Nee, ich kann nicht ausweichen. Drei, wie viel ist das Schwert ausweichen? Zwei. Vier, oder? Um 4. Aber du bist auf einem Wagen, du musst meisterlich ausweichen, das Schwert um 8. Ja, nee, schaff ich nicht. Ja, dann kriegst du jetzt ein W6 plus 4. Das sind nur 6. Rüstungsschutz aufs Abziehen. Alles klar. Sie darf nochmal angreifen. Hat zwei Attacken pro Kampfrunde. Du musst noch eine Zone würfeln, oder hast du keine Zonenrüstung? Ich habe für den NPC-Bogen, warte mal, müsste ich gerade. Nee, der Niklas sollte seinen eigenen Schaden. Ich habe gar keine Rüstung. Okay, dann ist egal. In das linke Bein, kratzt der irgendwie an die Hüfte. So. Aber du darfst vor ihr. Ja, dann, ne? Versuche ich sie mal vom Wagen zu schubsen, wie auch immer ich das machen will. Habe ich dafür eine extra Erschwernis? Gibt es so eine Fähigkeit Stoß oder sowas beim laufenden Kampf? Nee, gibt es hier zumindest nicht. Kampf im Streitwagen, Nahkampf. Nee, als waffenloses Manöver meinte ich stoßen oder so. Ja, genau, das wäre dann sowas wie Beine wegziehen. Das könntest du machen. Als Manöver jetzt, oder wie? Genau. Das ist dann die doppelte Erschwernis? Oder ein Wurf, oder? Wurf würde auch gehen, klar, wenn du übers Ringen machst. Das verschwert um 4 Punkte. Fußfeger wäre möglich. Also ohne Manöver funktioniert das nicht. Abort Mission. Ich spring vom Wagen. Mhm, kein Problem. Dann kann sie dir nebenbei noch eine mitgeben. Immerhin ist es ein Passierschlag, den sie noch hat, wenn du dich aus der Kampfzone rausbewegst. Hast du Aufmerksamkeit? Schafft sie trotzdem. Dann kriegst du nochmal ein W6 plus 4. Nur 5. Alles klar. Und dann springe ich hier irgendwo hin vom Wagen. Genau, und du bekommst einen Sturz vom Wagen, sind nochmal 2 W6 plus 4. Aber es sind nur SPA. Kann ich keine Körperbeherrschung dafür machen? Wenn ihm eine Körperbeherrschungsprobe erschwert um die momentane GS des Gespanns und wie üblich die doppelte PE gelingt, dann kannst du den reduzierten Schaden auf 1 W6 plus 4 SPA verringern. Also erschwert um 13. Easy. Moment. Die momentane GS, du hast ja deine Geschwindigkeit. Nicht ganz easy. 19, 18. Die hätte ich nicht mal mit einer normalen Probe geschafft. Ja, dann, wie gesagt, 2 W6 plus 4, die du jetzt zusätzlich bekommst. Das sind aber nur SPA, also. Also 5. 9 sind 5 SP. Gut. Alles klar. Der Wagen rollt aus.
Legionärin ist zufrieden. Der Kampf geht weiter. Wir wechseln zu Jarlan und Ömer, die jetzt gerade an der Startregion angekommen sind. Jarlan hat sich gerade schon auf das Pferd gesetzt, was da angebunden war, nachdem er in der Arena eingeritten ist. Und Ömer joggt gerade heran, während Jarlan aufsteigt. Gut. Ich habe noch eine kurze regeltechnische Frage. Kann ich mein Pferd auch schinden? Prinzipiell kannst du das auch tun, ja. Okay. Dann wende ich es um, sehe Abdullon, wie auf mich zuläuft. Abdullon, steig auf! Okay. Und Abdullon will mit einem gezielten Sprung und vielleicht dem Griff von Jarlan, wo er sozusagen dann im Flug den Arm greift, sich hinten auf sein Pferd schwingen. Ich packe ihn, wenn er dann hochspringt, ziehe ihn hinter mir so grob in den Sattel, dann soll ich dann selber da einsortieren. Denn dann kriegt der Gaudi Sporen und es geht los. Ömer darf vorher nochmal eine Reitenprobe machen, während dann Jerodin Jarlan. Oh, das ist mein Glück, dass ich das wiederholen darf. Das darf ich sogar durch Glück. Und hätte ich nicht Glück, wäre es ziemlich schlecht ausgegangen. Ja, du rutschst einmal kurz auf einem Stein aus, kannst dann allerdings dein Gewicht wieder verlagern und greifst zu den Zügeln. Jarlan zieht dich hoch und das Pferd wird in Richtung... Ja, wird wieder zurückgeprescht. Und dann geht der wilde Ritt los und wir hoffen, dass die Magier ihre Arbeit machen. Mhm. Ich habe noch nie von einem Pferderücken ausgeschossen. Dann ist jetzt die Zeit zum Lernen. Aber mir, du kannst erkennen, dass der grüne Ritter an dir vorbeifährt, die Amazone, die ebenso kommt. Und Lutisana von Perico. Von dem Heldenwagen und von Udalbert erstmal keine Spur. Dann ein weiterer Wagen. Wer ist das? Die Pferde sind zumindest nicht weiß. Das muss Udalbert sein. Allerdings hat er auch schon ein Pferd verloren. Ich würde mir Zeit lassen. Reichweite, also zwei Spurmods Zeit lassen und Reichweite für den Blitz. Ich finde auf das letzte Pferd. Vom Udalbert Wertling heißt Reichweite 24 Meter aus Schritt. Mhm. Das ist eine Probe minus plus 1. Also plus 5 Reichweite, minus 4 Zeit lassen. Ja. Plus 1. Zeit lassen sind dann zwei Aktionen, ne? Genau. Ein Blitz, ich finde, hat keine Möglichkeit, sich Zeit zu lassen. Es ist keine Option, keine valide Option für diesen Zauber, außer du hast Zaubervariabilität. Okay. Dann halt nur. Dann ist auf es eine Aktion. Dann nur auf Reichweite. Das sind plus 5, wie gesagt. Halbiert. Wie ist die MR von einem Pferd? Plus 3, das weiß ich nicht. Drei, ich würfel erstmal. 4? Ja, 2, 3 wahrscheinlich gegen geistige Sachen. Gegen geistig siehst du bei 2 aus. Also plus 5? Aber nicht 4. Würfel. Also plus 5, mag ich erstmal einsetzen. Vielleicht auch eher 1 bis 0, welche Rasse ist denn das? Macht oben mal andersrum. Ich würfel erstmal plus 3 für die Sprungmus. Ich wollte gerade sagen, würfel einfach. Und dann gucken wir mal. Ja. Dann ist mir gelungen. Ich wollte gerade sagen. Du merkst, wie dein Blitz sich durch die Magieresistenz des Pferdes fräst. Das Pferd blindes ausbricht. Es wird noch ein bisschen zurückgehalten von den... Naja, einfach, dass es angeleint ist, angebunden und den Wagen zieht. Es versucht trotzdem weiter auszubrechen, bekommt völlige Panik. Gerät dann, nachdem Udalbert so ein bisschen schlingert, kann dann wieder den Wagen kontrollieren, gerät es dann aber unter die eigenen Räder des Wagens, wird zermalmt, es rubbelt einmal, Udalbert flucht und fährt an dir vorbei. Zwei Pferde sind ihm noch geblieben, seine Geschwindigkeit ist allerdings unglaublich gesunken dadurch. Und dann kannst du erkennen, wie da wohl ein weiteres Pferd auf dich zukommt. Vom Heldenwagen weiterhin keine Spur, aber das Pferd ist zumindest weiß. Ein weiterer Dunkelsteiner, der sich nähert. Ich schaue mich über Fragen zu Armin Laus um. Was ist hier los? Er zuckt nur mit den Schultern. Jarlan, du kannst erkennen, wie Ragnar gerade auf der Straßenseite liegt, völlig im Dreck. Sitzt so ein bisschen auf dem Hosenboden und reibt sich gerade seine schmutzige Kleidung. Wo ist unser Wagen? Der steht ein paar Meter weiter davor. Ist er nur stehen geblieben. Halt dich kurz an. Stargard! Auf die Beine, in den Wagen, los! Na, die hole ich eh nicht mehr ein. Vorwärts! Abdullah, willst du bei mir mitfahren?
wird auch abgestiegen. Und dann reite ich weiter, während die beiden sich fertig machen. Gut, das heißt, du hast Ömer runtergelassen und reitest weiter. Ja. Gut. Ich möchte den Gaul ein bisschen schinden, damit ich schneller bei Ulaibert bin. Ich weiß ja noch nicht, dass der langsam wird. Mhm. Ja, während du weiter auf die nächste Kreuzung zureitest, kannst du auch erkennen, dass da der Wagen weiter ein bisschen strauchelt. Eins der Pferde gerät unter die Räder und bleibt dann ebenso zermalmt, wie das andere von ihm auch schon da liegen. Dann erkennst du an einer der großen Statuen stehen die beiden Magier. Da, wo sie stehen sollen. Du kannst auch mit einem hämischen Grinsen an den beiden Dunkelsteinern vorbeireiten, die da sich gerade aus dem zerbrochenen, zerstörten Wagen herauswinden und dann auf die Reihe, auf die Seite gehen, an die Häuserwand heran, damit sie da nicht eben von anderen Herannahenden überrollt werden und auch gerade von der schwarzen Amazone, von den Zans dann zermalmt werden. Umso besser. Schade, dass man meinen Grinsen unter dem Helm nicht sehen kann, aber jetzt vielleicht auch gesünder für mich und ich halte weiter auf Ulaibert zu. Stark hat immer. Was tut ihr? Ja, zum Wagen. Zum Wagen. Du stehst drauf? Ja. Darkhard steht auf, brummelt irgendwas. Und ja, trottet auch langsam zum Wagen hin.